Wir haben sehr schlecht halt begonnen. Gruppenphase waren wir nicht wach irgendwie. Ja, es waren ein, zwei Störfaktoren, die wir auch intern auf jeden Fall besprechen müssen. Das Halbfinale, da haben wir unser wahres Gesicht gezeigt. Aber wie gesagt, nochmal 15 Minuten, das ist eine sehr kurze Zeit, das hat keine Aussagekraft, keine großartige Aussagekraft. Du machst ein Tor, kannst hinten campen, wenn man das clever macht. Das war's mit der deutschen Meisterschaft. Und du hast nicht den besten oder die beste Mannschaft ermittelt. Ja, ich hatte Angst vor dem Turnier, aufgrund dieser geringen Zeit, aber wir haben es geschafft und das ist wichtig. Ob wir das Finale jetzt mitgenommen haben oder nicht, spielt keine Rolle für mich. Es war ein bisschen unglücklich. Nachher musste das 6-Meter-Schießen entscheiden und ja, aber man muss sagen, Flensburg hat es auch verdient. Man kann dagegen nichts sagen und wir wären gerne Meister geworden. Wir hätten gerne auch in Münster gespielt und der Sieger aus dem Spiel wäre dann auch heimberechtigt. Und leider hat es nicht geklappt. Wir hätten gerne nochmal in Hamburg gespielt, so wie letztes Jahr. Ist schade. Der Weg ist frei, jetzt liegt das auch in unserer Hand. Jetzt können wir nicht mehr meckern, nur 15 Minuten Spielzeit. Jetzt haben wir 2x20 Minuten Nettozeit. Und da wird sich auch der Bessere herauskristallisieren. Und, wir haben eine starke Mannschaft. Wir werden immer besser. Vielleicht haben wir heute nicht das zeigen können, was wir normalerweise drauf haben. Aufgrund auch von Spielern, die heute gefehlt haben. Bei uns hat halt die Cleverness ein bisschen gefehlt, weil das war unser erstes Turnier groß, außerhalb von Hamburg dann auch viele unerfahrene Spieler dabei. Dann mussten auch kurzfristig auch zwei Spieler verzichten, die nicht heute mitkommen konnten. Ja, und dann passiert man halt so, ne? Ich finde, wir sind ja sehr unglücklich oder relativ unglücklich rausgeflogen. Haben gut gespielt, überraschend gut. Man sieht, sie haben sich gut vorbereitet, aber es fehlt ihnen noch an Qualität. Wir und Panther sind ja auch immer auf der Suche nach neuen Spielern. Deswegen wird auch der Futsal in Hamburg attraktiver werden.